Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Wir sind in Folge 838 und die heutige Folge, die Mods sind auch all für die, Nuschel, sind auch für all die zu bekommen, die mit dem mit der Xbox und mit der Playstation in LS22 spielen. Wie gesagt, die Sachen sollten für euch zu bekommen sein. Wir haben heute eine Besonderheit dabei in Sachen von Details, was jetzt Tierhaltung angeht, und wir haben auch eine Besonderheit in optischer Sicht dabei. Auch was die Sache Tierhaltung angeht. Und wir haben eine kleine Garage dabei. Genau, damit fangen wir einfach mal an. Hier seht ihr schon, texturmäßig sehen die Steine ganz cool aus. Ob ich das jetzt so gemischt hätte, ist eine andere Frage. Hier hat man noch ein bisschen andere Steinelemente mit dazu genommen. Wir haben hier eine schöne Holzgeschichte, ein bisschen angerostetes Tor. Wir können das Ganze hier vorstehen aufmachen. Wir sehen, hier ist ein bisschen Schotter drumherum gemacht, so Schotter-Dreckmäßig. Ich habe das aufgemacht, dachte ich. So, dann gehen die Türen hier auf. Wir haben hier eine kleine Kante. Und ich würde sagen, das reicht für ein PKW. Also, oder für kleine Geräte. Aber das ist jetzt nicht so ein riesiges Objekt. Man sieht hier auch schon so ein bisschen das angerostete untere Decke. Ganz normale Holzverlattung hier. Und das ist es. Ja, ne? So einfach ist es. Es ist eine kleine Garage. Also, wer sowas gebrauchen kann, ne, ist natürlich klasse. Die ist sehr schön kompakt. Kann auch drei normale Fahrzeuge schön. Reicht denn, dass jetzt so mehr die PKW-Größe angeht. Wir haben jetzt dekomäßig jetzt nichts groß dabei, sondern es ist einfach nur hier so freundlich um zugezogen. So, ja, da ist unsere Tierhaltung, aber wir haben noch was anderes vor uns, nämlich diese freundliche kleine Halle hier. Das ist nämlich nicht nur eine Halle, ihr seht selber, die passt sich bodentechnisch ein bisschen an. Hier geht nämlich eine Schräge runter, die würde auch noch weiter runter gehen. Und wir haben ein schönes Tor zum Aufmachen. Ihr seht hier in der Mitte schon eine Ablaufrinne und den ahnt hier ist richtig. Das ist eine Waschhalle, so sieht es aus. Da passt noch auch ein etwas größeres Fahrzeug rein. Hier seht ihr schön den Kercher. Hier mal Bedienelemente aufmachen, dann, ja, ne? Kercher, da ist er halt. Und hier einmal Hallenbeleuchtung anschalten. So, das ist auch da, ne? So einfach ist es. Wir können hier dementsprechend einmal auf der anderen Seite auch wieder rein und raus fahren. Und da seht ihr jetzt gleich, was ich meine mit der Anpassungsgeschichte. Weil hier habe ich das nicht ganz sauber vom Boden her klettern, aber hier seht ihr, so weit würde sich jetzt anpassen, ne? Also ihr seht selber, hier ist der Boden ziemlich abgesackt bei mir. Da ist irgendwie ein anderen bunten Kram passiert. Hier seht ihr aber selber, also man hatte schon einigermaßen Bodenplatte, um ein bisschen was anzugleichen, was ja sonst eigentlich... Also ich fand beim 19er war es besser, dass sich der Boden automatisch angeglichen hat, der Gebäudegeschichte. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist, aber ich vermisse es. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Automatische Bodenanpassung anhand des Gebäudes. Immer was Feines gewesen. So, ja. Waschhalle mit Beleuchtung, so sieht es aus. Dann, ja, kommt jetzt sozusagen der Ober-Über-Part hier. Wir haben hier eine Reithalle. Ich sage einfach mal nur kurz, was wir hier vorne machen können. Hier können wir dementsprechend das Futter anliefern. Hier vorne, da kommen wir gleich nochmal zu, Spezialgeschichte. Hier haben wir die Entsorgungsgeschichte und hier können wir nochmal reingehen. Da seht ihr hier, ne, Strohkram und sowas anliefern. Wir haben hier ein bisschen Platz nach draußen. Und wir haben hier nochmal die, ne, das seht ihr jetzt daneben, die Halle. Hier können die Tiere dementsprechend untergebracht werden. Ich weiß gar nicht, wofür das da oben ist. Mal gucken, ob wir hier irgendwas erreichen. Also wir können immer mit R die Hallenbeleuchtung anschalten. Achso, und hier kann ich Tor öffnen. Achso, hier, um das ne, reinzuführen, das Ganze. Oder was auch immer man damit macht. Ich kenne mich hier mit den Tiergeschichten exakt null aus, muss ich zugestehen. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen so also der Bürstenbereich, da ist halt der Draußenbereich. Wir können das hier aufmachen und dann kommen wir auf der anderen Seite raus. Da seht ihr auch den etwas größeren Draußenbereich. Und dann haben wir hier noch das Tiermenü und ihr seht selber, das ist für 16 Pferde. Dann haben wir die Halle hier. Genau, das ist nämlich der eigentliche Trick. Auf der anderen Seite haben wir nochmal die gleichen Boxgeschichten, also etwas einfachere Boxenformen. Ne, da seht ihr selber hier noch die Aufbewahrung für die Sättel und hier ist halt die normale Boxenform dann und hier ist dann die Reitanlagengeschichte. So mit Zuschauertribüne, allem was dazugehört, seht ihr hier selber. Ne, da können die Leute dann drauf Platz nehmen. Jetzt kommen wir zu den ersten Besonderheiten. Das ist nämlich noch nicht alles, es kommen mehrere. Wir haben erstmal hier die Möglichkeit, die Fensterläden zu öffnen. Wir achten da oben drauf. Ihr seht hier, ja, wir können Licht reinlassen. Das ist der ganze Trick. Wir können sogar auch Licht anmachen. Wer hätte das gemacht, dass ich mir so ein leicht grünliches Licht. Ne, wir können hier dementsprechend dann auch sagen, ja, wir können die Kollisionen aus den Boxen entfernen, halt, ne, dass irgendwelche Tiere irgendwo laufen können oder was auch immer, keine Ahnung, was da genau passiert.
Habe ich nicht ausprobiert, muss ich zugestehen. Aber das nächste habe ich ausprobiert und fand ich richtig gut. Hier ist nämlich der andere Part. Hier steht Markise ausfahren. Und dann drücke ich drauf. Jetzt wird es laut. Vorsicht, richtig laut. Weil hier bewegt sich jetzt das komplette Vordach in Stücken nach draußen. Ich muss jetzt wahrscheinlich gegen anschreien. Das ist mir aber ziemlich egal. Es ist eine ziemlich geniale Geschichte und sieht sehr gut aus, dass man den Außenbereich denn hier auch nochmal komplett überdacht hat. Lass das jetzt mal hier zu Ende ausfahren. So, und da habt ihr es. Also, super genial gemacht. Man muss natürlich echt Bauplatz dafür haben. Aber das war noch nicht alles. Jetzt komme ich zur nächsten Besonderheit. Ich laufe nochmal rum. Ja, ich weiß, der Boden ist nicht richtig angepasst, aber es ne, schon fast ein Trademark. Das ist immer so. Wir haben hier nämlich noch verschiedene Geschichten. Hier steht ein bisschen was, ne, zu essen, Croissant technisch. Und hier stehen noch ein paar andere Sachen. Wir können die Barrieren installieren. Wir können die Flaggen installieren. Und wir können die Hindernisse installieren. Er sagt ja, Moment, wie installieren? Ja, ich flitze mal wieder zurück. Ja, ich weiß, das ist eine große Halle. Deswegen renne ich auch schon wie wild. Sehen hier die freundliche Markise. Sehen hier die Barrieren schön an der Seite. Die sind natürlich jetzt hier nicht ganz so passend, weil hier fehlt leider ein bisschen was. Ne? Aber die Barrieren gehen hier komplett einmal außen vor. Auch wenn die Markise jetzt nicht auf wäre, hätte man jetzt hier den Part. Ne? Ihr seht auch, hier fährt die Markise hier schön hinter. Also hat schon was. Und hier seht ihr dann das Ganze. Jetzt können wir hier die Pferde auch wie wild rumhüpfen lassen. Ne? Wildes Gehopse hier überhin, da überhin. Alles machbar. Die Flecken hier sehen komisch aus, als wenn da irgendwas passiert wäre. Ist es aber nicht, das ist der Lichtdurchlass von da oben. Ja? Also, wie gesagt, sehr schöne Geschichte. Sehr detailreich, auch die ganzen Fähnchen hier, wie gesagt. Das könnt ihr alles an, ausschalten, hinher. Also, wer sich ein bisschen um die Pferdegeschichte kümmern möchte im Landwirtschaftssimulator, sehr schönes Ding. Das Ganze bringt auch noch was ein. Es kostet aber auch, und das gucken wir uns nämlich jetzt auch mal an. Also, die drei Platzierbahnen, da seht ihr auch schon, was einbringt, nämlich hier die Solaranlagen. Genau. Wir fangen einfach mal an. Hallen gehen nach hinten durch, die kleine Garage, 20.000. So einfach ist es. Könnt ihr platzieren, wie ihr lustig seid, das ist es. Tools, die Waschstraße, 45.000. Könnt ihr natürlich dann auch einfach so setzen, wie ihr lustig seid. Müsst natürlich ein bisschen gucken. Ihr seht es jetzt hier, wenn ich den Boden hinhalte, ne, bei mir durch den Boden wellen, wie sich das denn anpasst. Ne? Also ein bisschen Anpassung ist da, hat also schon mal was. Und dann sind wir bei den Tieren. Gehen auf die Pferde, seht ihr, ne, da sind 14 Tiere für 125 und hier sind, ne, 16 Tiere, die auch das neuere Futter hier nehmen, wie ihr seht. Ne, also hier kann man auch was mit Wurzeln anfangen, hätte ich was gesagt. Ja, aber so sieht es halt aus und ja, dann haben wir hier 250.000 stehen. Aber ihr seht ja, was alles damit bei ist und was für eine Größe und was für eine Technik das ist. Außerdem spielt ihr davon ja 1.512 im Monat wieder ein. Ne? Je nachdem, wie ihr es denn eingestellt habt, könnt ihr damit natürlich im Prinzip irgendwann das gute Stück hier auch bezahlen. Ja, und dann könnt ihr das Ganze hier so einfach setzen. Also, sehr schön gemacht. Vor allem sehr schöne Reithalle. Ne? Passt also sehr gut, muss ich sagen. Wir hüpfen jetzt einfach mal. Zwar nicht aufs Feld, sondern einfach mal hier auf dem Parkplatz. Und kommen zum letzten Gerät für heute. Genau, so einfach ist es. Wir haben hier nämlich noch ein schönes Fahrzeug. Und zwar eins, das zeige ich euch am besten. Ich zeige es euch jetzt gleich direkt hier im Shop, damit ihr den Vergleich seht. Tierhaltung. Dann seht ihr hier unten, ne, Farsen, was ist das denn hier? Also 240.000, 240.000, das gleiche. Ja, ihr seht hier, die Auswahlmöglichkeiten beschränken sich hier reinweg auf das Nummernschild. Hier haben wir ganz andere Möglichkeiten. Hier haben wir nämlich einmal die Möglichkeit, die Reifenvarianten und Breitreifen zu setzen. Wir können Blinklicht in Halogen oder LED setzen, das lässt sich variieren. Arbeitsscheinwerfer von Hela zusätzlich setzen, Hela Halogen. Und wir haben Designmöglichkeiten. Und zwar hier seht ihr schon, ne, No Milk, No Party Schild oder hier so Kuhfleckentarn. Fand ich halt sehr witzig, vor allem das hier sehr witzig. Und ihr könnt auch die Hauptfarbe ändern. Ihr könnt sagen, das soll weiß sein oder das soll schwarz sein oder das ist über die Kuh natürlich nicht ganz so, aber ihr seht jetzt schon, was ich meine. Ne? Und ihr seht, kostet auch nur ein paar Groschen mehr. Und was ich meine, seht ihr nämlich jetzt hier. Ich habe mich dann hier die rote Außenfarbe gewählt. Und da seht ihr die Kuh. Ne? Und das war in Top-Qualität, die Texturen hier. Das sieht also sehr gut aus und sehr witzig gemacht. Also man kann hier schön die Reifen ändern, man kann die Farbe ändern, man kann hier die schöne Beschilderung drauf machen. Also das ist schon eine ganze Menge schöne Sachen, die dazugekommen sind. Deswegen habe ich mir gedacht, alleine deswegen hier, die Mod bringe ich mal mit rein, obwohl es sonst ja im Prinzip nur eine Erweiterung ist. Aber die Erweiterung, die ihr auch
uns hier den Lichtpart noch dazu gibt, ne? Also die Halogen-Geschichten, da sieht sie sich selber, ne? Schön die rund angeordneten, auch hier die Arbeitslichter. Das sieht schon alles ganz ordentlich aus, ne? So sieht das aus. Ja, natürlich, wenn ich jetzt den Motor anmache und sage, ne, erstmal ausklappen, Entschuldigung, ups, so, jetzt anmachen, seht ihr schon, das funktioniert natürlich ganz normal. Ne? Also, da brauchen wir jetzt nicht weiter groß überreden. Auch die Fahrvariante, um damit durch die Gegend zu fahren, das kann man sich dann auch sparen. Was wir noch machen können, ist natürlich der Blinkerpart. Ne? Da seht ihr selber, blinken links, rechts, und das funktioniert natürlich hinten dann dementsprechend nach gleicher Technikgrundlage. Also wie gesagt, auch das hier eine schöne Geschichte, die wollte ich doch nebenbei nochmal zeigen, alleine schon wegen den freundlichen Kuhgeschichten hier drauf. Ne? No Milk, no Party, so sieht's halt aus. So, das mitten wir ein und dann ja, sind wir am Ende für heute, so schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Denkt daran, das Glöckchen zu aktivieren, wenn ihr informiert werden wollt, wenn meine nächsten Videos rauskommen. Da könnt ihr dann eure passenden Einstellungen machen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Unterstützung und sage einfach mal bis morgen.